Hallo Leute, weiter geht's mit Xenonauts 2. Wir haben einen neuen Freiwilligen für unser Team. Und zwar den guten Herr Dala. Der will, das sind seine Worte, er will den Echsenviechern den Garaus machen oder irgendwie so ähnlich hat er das geschrieben. Finde ich gut, die Einstellung. Und er will Oberst werden, also er hat sehr viel Ehrgeiz. Passt. Wir müssen nur noch den passenden raussuchen, Gefreiten. Er soll sich ja genauso von ganz unten nach oben arbeiten. Wir hoffen doch mal, dass er das Ganze auch so lange überlebt. Da haben wir doch einen hier. Gefreiten Tristan. Wieso können wir den? Wie können wir den hier drin umbenennen? Wir haben das eigentlich immer hier gemacht. Über die Waffenkammer, aber das sind ja alle unterwegs. Geht das gar nicht, Leute? Kann man hier im Soldaten-Tab die gar nicht ausrüsten und verwalten? Geht gar nicht, oder? Aha. Und hier kommen wir auf keine anderen, kann man ja zugreifen. Na gut, merken wir uns, ich habe es aufgeschrieben. Wenn der Skyhawk wieder zurück ist, wird der Tristan zu Sala umbenannt. Wir legen jetzt hier erstmal los und beginnen den taktischen Kampf. Missionsbriefing kennen wir schon. Konvoi wird halt schwer bewacht von Cleanern und jeder Laster hat einen Vorrat von 100.000 Dollar. Aber es ist uns egal. Wenn die Laster zerstört werden, ist halt so. Na? Jetzt. Können wir uns frei verteilen hier. Aber man könnte auf die eine Höhe gehen. Wir werden das aber so ähnlich machen wie das letzte Mal, dass wir uns hier vorn aufstellen. Wir wollen es nicht gleichzeitig mit den ganzen Konvoi anlegen. Die Aliens oder die Cleaner, die Alien-Sympathisanten sollen dann schon mal ja, nach vorn sich bewegen. Also sie sollen nicht gleichzeitig alle gegen uns kämpfen. Die Frage ist, können wir hier drüber schießen? Das sieht mir schon so aus, oder? Denke mal, ja. Wir werden die Nicole aber hier drüben hin positionieren, weil die Aliens sind, glaube ich, zuerst dran. Schildeinheiten können wir ein Stück weiter vorn positionieren. Wir sind hier komplett im Wald. Sollte uns nichts erreichen. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Gibt es hier überhaupt einen Weg hindurch, dass wir hier Verstärkungen nachschicken können? Doch, gibt es. Ne, das ist zu offensiv. Auch wenn wir hier ein Schild haben. Das muss echt nicht sein. Die sind alle schwer gepanzert, da müssen wir aufpassen. 15 Panzerung ist ordentlich. Mars.
Die Brille haben wir natürlich auf, wenn wir hier nicht drüber schießen können. Aber ich denke schon. Der kann ruhig ein bisschen näher, der hält ja auch ein bisschen was ab. Du gehst mal da in Position. Du musst nicht unbedingt ganz vorn mit stehen. Du kannst von hinten deine Granaten schießen. Und dich werden wir ebenfalls hier hin positionieren oder vielleicht auf die rechte Flanke mit. Also die kommen wahrscheinlich hier rum. Also sie können hier nicht hochkraxeln und hier links auch nicht. Also die fahren hier wie so durch einen Tal hindurch. Wir haben ja ausnahmsweise hier zwei von den Granatleuten dabei. Runde halt, das gefällt mir ja nicht. Ihr wisst, Autos und so, die können explodieren. Mission Beginn. Sind nicht zuerst die Gegner eigentlich erst dran? Naja, und soll es recht sein. Versuchen natürlich hier zwei auf einmal zu treffen. Drei geht leider nicht. Dreifachschuss. So viel Schaden anrichten, wie nur geht. Und da kann der erste LKW meinetwegen ruhig in Flammen aufgehen. Ist er auch. Prozent. Kriegen wir das noch ein bisschen besser hin? Nee. Also von hier haben wir tatsächlich die beste Trefferchance, aber wir könnten das vielleicht hier noch ein bisschen erhöhen. Nö. Da ist natürlich der gute Robocop im Weg, aber hier. Wir können es sogar noch ducken. Müssen wir auch. Armor Destruction und so. Die Armor dürfen wir halt nicht vergessen. Die ist nie ohne. Ja, hier wird pro Hit 12 Armor zerstört. Hätten wir zuerst drauf schießen sollen. Naja, egal. Und dann mit dem Sniper den Rest geben. Sehr schön. Ihr könnt ein Stück vorrücken. Aber nur ein Stück. Wir müssen hier kein unnötiges Risiko eingehen. Kommen hier auch nirgends hoch von der Seite, oder? Nee. Da hätten wir die müssen von Anfang an dort oben positionieren. Aber wollten wir ja nicht. Hier können wir schon versuchen, so vorzugehen, dass der Truck vielleicht nicht beschädigt wird.
Problem ist, wartet mal, 3. Ah, so kriegt er schon noch ein paar Hits ab. Was ist, wenn wir hier hinten drauf schießen? Ich glaube, ein Hit verträgt er ja. Ja, er ist jetzt nur angenockt. Läuft mal außen rum. Und einen Sniper hätten wir hier noch zur Verfügung. Was steht da im Weg? Wartet mal, hä? Was? Hä? Strickt doch Strong, oder? Verstehe ich jetzt zwar nicht ganz. Ja, gut, okay. Der LKW zählt da als, dass man dann vorbei ihn nicht trifft. Verstehe ich zwar nicht ganz, aber wir positionieren den guten Gau auf jeden Fall erstmal dahin. Multivitamin, du bereitest dich weiter auf deinen Einsatz vor. Nicole hat schon geschossen und der gute Cloud Cobra hat seinen ersten Abschuss hier vorne irgendwo gehabt. 1A Schuss, Cloud. Weiter so. Beenden wir die Runde. Ja, das ist ordentlich Party angesagt bei denen da hinten. Das ging ans Auto. Blutungsschaden für die Gegner. Die stehen natürlich ideal aufgereiht. Kann man nie anders sagen. Feuerfrei, dreifach Schuss. Ach, komm schon, der LKW, ehrlich? Naja. Nicole, du hast ein bisschen was abgekriegt. Wäre schade, wenn du drauf gehen würdest. Wir werden ja erstmal mit unseren Schildeinheiten vorrücken. Auch mal von der Seite. Du gibst Deckung. Gehen kein unnötiges Risiko ein. Du bleibst mal da hinten. Das finde ich auch ein bisschen komisch, dass man hier nicht über den stehenden Zug klettern kann. Obwohl, schaut mal, hier gibt es sogar eine Treppe. Also, und hier geht eine Treppe zurück. Das sollten sie vielleicht nochmal überdenken. Und Cloud, du kommst mal. So kann. Okay, kannst du nicht so rumlaufen? Gibt es hier keinen Weg lang? Ach, der Waggon steht echt bis zum Ende. Aha. Na, den langen Weg musst du jetzt nicht auf dich nehmen, ehrlich gesagt. Das wäre ein bisschen quatschig.
Beenden wir die Runde. Jetzt, man kann da hochgehen. Es muss einem doch gesagt werden. Das ändert jetzt natürlich die Lage etwas. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist der hier hochgegangen. Tatsächlich. Das ist natürlich blöd. Weil der kann dann von oben auf uns runterschießen. Das ist richtig dumm. Ich schätze mal, die Schildeinheiten kommen nicht hoch, genau. Wir sehen ihn hier oben. Uns zeigt es aber gar keine HP an. Das ist ein bisschen mysteriös und keinerlei Rüstung. Der hat aber Rüstung an. So treffen wir den. So treffen wir ihn. 91% feuerfrei. Da hat er nur noch 13. Super. Ja, die Sniper hätte man vielleicht dann doch mit vorziehen sollen. Es scheinen nicht mehr so viel zu sein, wie wir vielleicht gedacht hätten. Ja, er kommt natürlich auch nicht hoch, der gute Robocop. Oh, da ist noch ein schwerer Panzer da. Na kommt. Wir schicken die rum. Hier hinten nutzen die uns nichts. Keine Angst, Leute, oben den, da schicken wir noch einen Granat. Bus hin. Das hätte ich jetzt nie gedacht, dass er das überlebt. Das ist natürlich Mist. All dieweil er dann halt hier runterschießen kann. Und wir halt komplett ungeschützt dastehen. Verdammte Hacke. Ja, leider keine Zeiteinheiten mehr. Du kommst nicht hoch. Keine Sicht. Dann fahren wir so rum. Du bleibst stabil stehen. Ich habe ein bisschen Angst um Cloud Cobra. Das wäre ein kurzer Einsatz für dich. Scheibenkleister. Aber wir könnten noch Granaten schießen, oder? Habt ihr nie noch Granaten? Scheibenkleister, das reicht auch nicht aus, ja. 41 kostet das. Wie weit kommst denn du mit der Splittergranate? Ja, viel zu kurz. Du hättest eine Betäubungsgranate. Also das ist ein Bug hier, man sieht die Reichweite gar nicht. Also zur Not könnte man die Betäubungsgranate schießen. Da könnte er nur einmal schießen, der Gegner oben. Wir versuchen das Ganze aber. Das ist halt Mist.
32. Von hier aus könnte man versuchen, die Splittergranate zu werfen. In Reichweite wär's. Aber ihr seht selbst 50-50 Chance zu treffen. 69. Dort ist der Strauch im Weg. Wir versuchen es. Ja. Wir haben es versucht. Dann wenigstens die Täubungsgranate. Zwei HP. Wenn man auf ihn schießt, sieht man kurz die HP-Anzahl. Das ist natürlich bitter, dass er nur 2 HP hat. Runde beenden. Wir drücken dir die Daumen, Cloud, dass das alles kämpflich abgeht. Ums Schild rumgeschossen. Gut, okay, wir hatten uns geduckt. Da hat man Schwein, dass es nicht trifft. Aber die stehen natürlich sehr, sehr günstig. Die beiden hier. Wir werden aber versuchen, den LKW noch ganz zu lassen. 87%. Das ist okay. Sind halt die Einzigen, die hochklettern könnten. Ja, wobei wir haben Cloud. Hast du Bock? Hä? Mit dem Sniper kannst du natürlich nichts dann anrichten, aber du könntest ihm doch hier in den Rücken schießen mit der Pistole. Ich glaube, das Computer, das Game kommt nicht klar hier mit. Ach doch, hier. 74%, alles klar. Mit dem Hochplateau wollte ich schon sagen, weil man halt die HP-Anzeige nicht sieht. Aber das ist das Einzigste. Ja, 74%. Komm schon, Cloud, das packste. Sauberer Schuss. Einer weniger. Der stresst. Ihr sollt ja den LKW nicht treffen. Wir wollen wenigstens einmal 100.000 mitnehmen. Beide 2 HP. Ah, ich hatte gehofft, dass es das gewesen sein könnte, aber ihr seht selbst, es war es leider doch noch nicht. Irgendwo sind noch ein paar Cleaner. Wahrscheinlich haben sie sich hier in den Wald zurückgezogen. Und lasst mal den guten Mars nach vorn treten. Na, wo seid ihr noch? Wahrscheinlich hier hinten irgendwo. Könnte ich mir vorstellen. Keine HP mehr. Taktiere jetzt so vorsichtig, weil kein Bock jetzt auf den letzten paar Metern hier noch einen Soldaten zu verlieren oder Soldatin. Ich nehme noch einen Schluck Kaffee. Oh, ist der letzte Schluck. Schicken mal die gute Nicole noch mit hoch.
Ja, stimmt, der hat ja auch einen Treffer abgekriegt. Runde beenden. So, wo versteckt ihr euch? Ich sag hinter dem letzten LKW, ganz hinten. Das scheint jetzt aber wirklich der letzte zu sein. 76% machen wir. Ich hätte gedacht, das Teil hat mehr Armor Destruction bzw. Penetration, aber nein, es hat so gut wie nichts. Habt ihr noch Schüsse drin? Ja, habt ihr. Ich habe ja nicht verzogen, diesmal, Leute. 77% und es ging halt komplett nach Timbuktu, der Schuss. 86%. Schöner Volltreffer. Man hat wunderbar gesehen, ich glaube, 12 Rüstung zerstört wurden. Perfekt. Einwandfrei, lief gut. Für meinen Geschmack vielleicht der gute Robocop 4.0, 3.0. Hat vielleicht ein paar Treffer zu viel abgekriegt, aber ansonsten war es okay. Ein paar Streifschüsse für unsere Soldaten und Soldatinnen. Cloud hat geglänzt. Sehr gut gemacht, Cloud. Zwei Kills, wenn ich das richtig gesehen habe. Einen mit dem Sniper und eins mit der Kurzwaffe. Mit der Pistole. Unteroffizier, du wirst auch sofort befördert. Multivitamin, ja, du kriegst ein bisschen Mut dazu und Reflexe. Auch guten Job gemacht. Robocop 4.0. Wow, der hat die meisten gekillt, ja. Da haben wir halt auch die Dreifachschüsse reingeballert. Das hält sich natürlich jetzt hier in ja, eine überschaubare Anzahl, dadurch, dass wir die LKWs weggeballert haben. Nehmen wir an. Lass mal zurückkommen und dann als erstes werden wir den Sala umbenennen. Hufo-Rumpfpanzerung wurde erforscht. Jetzt bin ich gespannt, für was wir das nutzen können. Kampfdaten legen nahe, dass gepanzerte außerirdische Raumschiffe einen beeindruckenden Widerstand gegen konventionelle Luft-Luftwaffen aufweisen. Laboranalysen der Rumpfpanzerung zeigen, wie das erreicht wird. Wenig überraschend liegt dies an der spezifischen Zusammensetzung der Alien-Legierung, die zum Bau der Rüstung verwendet werden. Der Zusatz unterschiedlicher Sporenelemente scheint insgesamt die Dauerhaftigkeit der Beschichtung um über 50% im Vergleich zu reinen Proben zu erhöhen. Diese Information ist enorm wertvoll für unsere eigenen Kriegsanstrengungen, denn es gibt eine beinahe unvorstellbare Anzahl von Legierungsmöglichkeiten. Und wir bräuchten wohl mehrere Jahrzehnte, um die optimale Mischung nur durch Experimente herauszufinden. Zum Glück haben unsere Feinde das schon für uns getan. Darüber hinaus hat die mikroskopische Analyse der chemischen Struktur der Beschichtung offenbart, dass die Moleküle in unglaublich engen Gittern, in Klammern, ähnlich wie bei Diamanten, Klammern zu, zusammengepresst sind. Wenn sie in Rüstungsplatten geformt werden, sind die gehärteten Legierungen so hart, dass konventionelle Munition häufig abprallt und nicht eindringt. Es hat sich als möglich herausgestellt, diese Härtungswirkung, Klammer auf, wenn auch nicht perfekt, Klammer zu reproduzieren. Indem die Substanz unter enorm hohem Druck zusammengepresst wird, wodurch wir Legierungsproben mit einer wesentlich besseren Leistung als je zuvor herstellen konnten. Diese Fortschritte können umgehend auf unsere eigenen Designs angewendet werden und sollten uns den Bau einer neuen Generation von Schutzausrüstung erlauben. Also es klingt wirklich danach, dass es neue Rüstungen für unsere Soldaten sind. Dragonfly Dropship. Ach, und wir kriegen jetzt auch die neuen Abfangjäger und natürlich die Wächter-Kampfrüstung. Neu verfügbare Technikprojekte, Angriffsschildverbesserung, Fahrzeuglegierungspanzerung und Alloy-Plating. Ist noch nie übersetzt. Alloy heißt, glaube ich, Legierung, also Legierungspanzerplatten.
Krass. Ja, müssen wir natürlich auch noch erforschen. Ich hab's im Kopf, dass wir in unserem letzten Let's Play Probleme hatten mit den gegnerischen UFOs. Ich tendiere dazu, die Abfangjäger rauszuholen. Oder aber halt die Wächterkampfrüstung. Die müssen wir halt auch nochmal. Ja. Raus erforschen. Aber wartet mal. Es stand doch irgendwas von Panzerungsplatten. Betäubungsgewehr, Angriffsschildverbesserung. Ach, die meinen wahrscheinlich die, ja. Die Panzerung für unsere Abfangjäger wird verbessert. Auch schweineteuer. Schaut euch das mal an. Das kostet 40 Legierungen. Priorität hat die Wächterrüstung. Und danach die Abfangjäger. Ups. Hier. Vielleicht die Mantiten noch zuerst. Ja, komm. Die gehen schnell. Kann man eigentlich mehrere hineinstellen. Wächterrüstung. Nee. Vielleicht mit Shift oder Strong. Nee, geht nicht. Okay, dann halt einzeln erstmal die Mantiten da beobachten. Ach, warte mal, ist das ein. Hatten wir den lebend gefangen? Ja. Untersuchung eines lebenden Mantide-Wesens verbessert die Trainingsrate und gewährt einen Schadensbonus von 15%. Ja, das machen wir mal. Geht der Rucki-Zucki und danach aber die Wächterkampfrüstung. Technik müsste auch fast fertig sein. Da müssen wir uns überlegen, was wir dann als nächstes uns gönnen, ob es sich überhaupt noch lohnt, Aufseherausrüstung herzustellen. Ah, schwierig, aber das entscheiden wir, wenn es denn soweit ist. Und jetzt habe ich so lange gequatscht, dass ich es fast wieder vergessen hätte. Wir wollten doch jemanden umbenennen. Wir werden den Sturmsoldaten, der doch ganz schön was abgekriegt hat, hier rausnehmen. Beziehungsweise. Ja, doch. Ach so, Dropship fliegt noch. Ja. Kommt her. Wir überziehen heute mal wieder ein bisschen, aber das ist okay. Ich vergesse das sonst bloß in der nächsten Folge, den guten Sala ins Team zu holen. Was wirst denn du? Relativ viel Zeiteinheiten für einen Gefreiten. Lebenspunkt ist auch okay. Präzision ist dünne. Sturmsoldat oder Schildsoldat? Wir entscheiden uns mal für einen Sturmsoldaten. Ja, bist noch ein bisschen schwach auf der Brust. Ab ins Gym mit dir. Und auch so eine Splittergranate. Ne, wir geben dir eine Betäubungsgranate mit. Dann passt das. Okay, Leute, das war's für diese Folge. Denkt bitte dran, Däumchen oben, was in die Kommentare. Ganz wichtig, Abo da lassen. Es kostet euch echt keinen müden Cent, aber motiviert mich ungemein zu sehen, dass der Kanal hier weiter wächst und es euch halbwegs gefällt, was ihr hier zu sehen bekommt. Vielen Dank natürlich auch an alle Leute, die hier dem Kanal schon die Treue halten, schön die Treue halten und natürlich auch schon ein Abo dagelassen haben. Danke dafür. Und das benenne ich jetzt noch um Gefreiter Sala. Annehmen. Wenn du möchtest, können wir dir noch einen anderen, also einen Doppelnamen. Die anderen hatten ja auch einen Doppelnamen, aber bei dir steht halt leider nur Sala. Ansonsten lassen wir es bei Sala. Gefreiter Sala. Annehmen. Wie du möchtest. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ahoi, euer Sadu.